Hallo und willkommen zu Sorcerer's Quest. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber das hier ist tatsächlich ein RPG Maker 2000 Spiel. Ich bin immer auf der Suche, naja, nicht direkt auf der Suche, aber ich freue mich doch immer wieder, wenn ich anders geartete RPG Maker Spiele finde. Vor allen Dingen, wenn sie mit älteren Engines wie dem RPG Maker 2000 oder 2003 erstellt wurden. Das ist dann einfach was Tolles, unabhängig davon, wie gut sie funktionieren, weil es einfach mal was anderes ist und der Tellerrand übersprungen wird. Sorcerer's Quest ist definitiv eines dieser Spiele, denn es ist ein Point-and-Click, wie es das halt nur ganz selten im RPG-Maker-Bereich gibt. Ich kenne bislang nur eines, das ist jetzt das zweite. Und das ist ziemlich cool. Die Screens sehen gut aus und die gesamte Präsentation sieht gut aus, hier auf dem Titel meine ich natürlich. Überhaupt im Allgemeinen, das Spiel hat auch eine recht hübsche Anleitung beigelegt. Und es existiert sogar in zwei Sprachen, können wir hinten ändern. Ne? Englisch, Deutsch, wer die Landesflaggen nicht kennt, ne? British, Deutsch, wir spielen natürlich auf Deutsch. Sorcerer's Quest, ein Spiel von NetWarrior, leider noch eine Demo. Aber für eine Demo sieht's bis jetzt ganz gut aus. Ich weiß, wir haben noch nichts davon gesehen. Also, steigen wir einfach mal ein. Obwohl, ich würde sagen, wir klicken erstmal auf die Credits. Power Patch von David Sherry Trapp. Ah, oh, Sherry! Den Mann, den man einfach lieben muss. RPG Maker, Sherry. Ach, der Ultimate. Ah, mit dem guten alten Ultimate Maker erstellt. Dazu habe ich auch selbst ein Video erstellt. Könnt ihr ja mal suchen. Herrlich. Beta-Tester. Ah, Handschuh. Der gute alte Handschuh. Sorcerer's Quest. Ideen und Umsetzung von NetWarrior alias. Okay, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Abdurrahim Sivai. Ne, NetWarrior 1981@yahoo.de kann man gerne anschreiben, wenn man Fehler findet. Den Link zu diesem Spiel gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und es wäre natürlich toll, wenn ihr dieses Ausnahmespiel selbst einmal spielen würdet. Also wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann solltet ihr dieses Video wegklicken und einfach mal selber spielen. Dann hätte ich allerdings weniger Klicks. Okay, so, schauen wir mal. Spiel beenden wollen wir es natürlich nicht machen. Schicksalswächter, der hilft uns doch, glaube ich, oder? Irgendwie, habe ich zumindest in der Anleitung gelesen. Allerdings scheint er die einzige Möglichkeit zu sein. Nein, halt, neues Spiel, hier drauf. Haha, wir klicken erstmal auf den Schicksalswächter. Ich bin der Schicksalswächter. Ich beobachte und schreibe den Verlauf der Zeit nieder. Aus dem Buch könnt ihr euren letzten Spielstand laden. Die Kristallkugel offenbart euch die Creditliste. Ihr steht euch frei zu, einen Blick darauf zu werfen. Puste die Kerze aus und ihr verlasst das Spiel. Denkt dran, dass egal wie oft ihr kommt, wie oft ihr kommst und gehst, ich werde eure Fortschritte verfolgen. Nun tretet durch das Tor, wo euer Schicksal euch bereits erwartet. Aber gerne doch. Ich hoffe, die Rechtschreibfehler werden hinter diesem Tor nachlassen. Nee, ich freue mich echt. Auf geht's! In ihrem hohen Schloss breitet sich die Gebieterin der Dunkelheit auf ein Dings vor. Bald habe ich es vollbracht. Ich habe einen Zaubertrank gebraut, der mir ewiges Leben und Jugend gewähren wird. Wälder verfaulen, Berge zerfallen, Meere versieden, welches die Zeit hat für sie bedacht. Darum rufe ich die Geschicke der Ereignisse, Vergangenheit, Gegenwart mit D und Zukunft und nenne euch bei euren Namen Ewigkeit. In diesem Zeichen, mit diesem Bann, ich in meinem Körper setz, machet mit dem Vergänglichen Halt. Oh, ich fühle, wie die Jugend mich durchströmt. Ja! Sexy!
Ich bin nun unsterblich und somit die mächtigste Zauberin aller Zeiten. Was will mich noch aufhalten können? Oder muss sie niesen? Ja, Hatschi. Tatsache! Was geschieht ohne Haar? Diese verdammte Allergie! Was passiert mit mir? Die dicken Dämpfe nehmen mir die Luft zum Atmen. Das ist wohl der peinlichste Unfall ever. Bis jetzt mag ich den Stil sehr. Bis jetzt erinnert es mich sehr an alte Point-and-Click-Adventures. Das gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr. Oh, okay. Wo bin ich? Wie lange liege ich hier schon hier? Oh nein, das kann nicht sein. Meine Kleider, mein Körper. Ich bin Roxas. Ich muss mir selbst Gewissheit verschaffen. Meine schönen gefärbten Haare. Sie sind vergänglich. Die Textbox ist noch immer dort. Nein, das kann nicht sein. Bitte nicht. Ich bin ein Kind. Mit meiner Originalhaarfarbe. Ich kann es nicht glauben, aber mein Spiegelbild sagt mir, dass es wahr ist. Ich habe mir ewige Jugend gewünscht, aber nicht so, mein Dasein in ewiger Kindheit zu fristen. Aber wäre dieses Missgeschick aus der Welt zu schaffen, wenn ich zaubern könnte, aber Kinder besitzen nun mal diese Fähigkeit nicht. Ich kann nicht einmal erwachsen werden, da mein eigener Zauber mich am Altern hindert. Wie soll ich mich zurückverwandeln, wenn ich in diesem Körper festsitze? Und wenn ich mich nicht zurückverwandeln kann, habe ich keine Macht. Meine Brüste sind weg. Wie will ich ohne über die Mächte der Dunkelheit gebieten? Was? Wie will ich ohne über die Mächte der Dunkelheit gebieten? Gar beschwören? Ich bin verdammt, auf ewig ein Kind zu bleiben. Verdammte Allergie! Das kann doch nicht alles gewesen sein. Vielleicht gibt es ja doch noch einen Weg. Am besten, ich sehe mal in meiner Bibliothek nach. In meinen Aufzeichnungen über den Zauber, den ich geschaffen habe, muss was zu finden sein. Vielleicht extrahieren wir einfach Lebensenergie aus Kindern und ermöglichen somit Zeitreisen. Oh, falsches Spiel. Ich sollte keine Zeit verschwenden. Oh, wo wir schon bei Zeit und Zeitreisen sind. Die Magd wird bald da sein. Ich muss mich beeilen, damit ich hier vor Sonnenaufgang fertig bin. Ich will nicht, dass sie mich so sieht. Also ich werde sie nicht speziell synchronisieren. Und ich sollte mir etwas Passenderes zum Anziehen suchen. Ich schleppe das Ding hier mehr, als ich es trage. Richtig. So, kann sein, dass es nun wieder flackert. Okay, wir können laufen, genau. Müssen wir es dazu gedrückt halten oder reicht ein einfacher Klick? Also ich habe selbst noch nicht hineingesehen, nur in die Anleitung. Ja, sie läuft noch relativ langsam, aber was soll's. Gut, wollen wir mal schauen. Also es gibt auch Hotkeys für alles Mögliche. Man kann auch die Gangart wählen oder einfach manuell laufen, so wie ihr es hier gerade seht. Mit den Pfeiltasten, das lässt sich alles umändern. Ich frage mich, warum meine Haare so kurz geworden sind und vor allen Dingen blond. Da haben wir noch einen Spiegel. Ich würde sagen, dass wir bis jetzt einfach nur laufen. Okay, Moment. Okay, wenn wir vor dem Spiegel stehen, bleiben wir kurz stehen. Muss noch ein Bug sein. Wahrscheinlich ist das der Kleiderschrank. Schauen wir mal. Nein. Also ich möchte das Spiel nach Möglichkeit mit der Maus spielen. Einfach weil... episch. Gehen wir mal nach oben. Also wir werden natürlich noch ein Menü bekommen, in dem wir... Aktionen tätigen können, wie halt in jedem ordentlichen Point-and-Click-Adventure. Aber da wir das noch nicht haben, können wir jetzt halt nur laufen. Momentan schleppen wir eher unsere Kleidung als alles andere, nicht wahr? Also muss ja. Ist ja klar, dass wir sonst nichts anderes tun können und hier sind wir anscheinend falsch. Also werden wir nochmal die Treppe runter. Wegfindung funktioniert anscheinend noch nicht richtig.
Aber ich muss daran erinnern, das ist ein RPG Maker 2000 Spiel. Und das ist eigentlich nicht für solche Spiele ausgelegt. Umso toller natürlich, dass es funktioniert. Können wir hier rein? Ich laufe nicht weiter als nötig in diesem Fummel. Okay. Können wir hier runter? Oh, please. Ich laufe nicht weiter als nötig in diesem Fummel. Ja, Moment, ich habe doch in den Raum gesehen. Es ist ihr Schlafzimmer. Es wäre eigentlich logisch, wenn wir hier Kleidung finden würden. Vielleicht haben wir... Ach, ich laufe lieber manuell. Ach, Moment, ich muss erstmal außerhalb klicken. Sie finden nämlich den Weg nicht. So, jetzt laufen wir mal manuell. Ich finde nichts. Das ist seltsam. Na, ich sollte vielleicht nicht die Tastatursteuerung mit der Maussteuerung kombinieren. Schön. Ich habe schon Probleme, Kleidung zu finden. Also, momentan können wir ja nur laufen. Ich probiere mal an den Tasten herum. Ach, Mensch. Es wäre schöner gewesen, wenn das Menü immer eingeblendet wäre, denn wir haben keinen Hinweis darauf erhalten, dass sich das Menü halt einblendet, wenn wir an den oberen Rand mit dem Cursor fahren. Und in klassischen Point-and-Click-Adventures ist solch eine Leiste eigentlich immer eingeblendet. Ja, das hat schon ein bisschen arg irritiert. Okay, schauen wir uns mal um. Vielleicht uns selber geht das? Nein. Oder vielleicht doch? Nein. Spiegel? Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Nein, die Gebieterin gehörte nicht zu der Sorte von Herrscherin, die Anerkennung von einem Spiegel für ihre Allmacht brauchen. Aha. Ja, noch ein Spiegel. Über den Tisch ist passend dazu ein Spiegel aufgehängt. Verständlicherweise hat die Gebieterin im Moment kein Verlangen danach, sich selbst im Spiegel zu bewundern. Und wenn doch, würde sie als pädophil gelten. Bei ihrem eigenen Körper? Das wäre seltsam. Also, wir müssen nicht unbedingt auf die Symbole klicken. Es genügt, drüber zu fahren. Das ist ganz nett. So, genau, hier wird dann unser Inventar sein. So habe ich es auch in der Anleitung gelesen. Hier können wir dann durch das Inventar oder irgendwie durch etwas, was wir in der Hand halten, zumindest sieht es bislang so aus, durchklicken. Und das ist unser Menü. Da klicken wir einfach mal rein. Ah, das ist wohl die Kleidung, die wir dann tragen werden. Genau, das habe ich ja fast vergessen. Was denn? Dank meinem Pakt mit den Mächten der Dunkelheit kann ich das Schicksal ein bisschen zu meinen Gunsten bestimmen. Der Schicksalswächter ist es mir nun mal schuldig. Ich kann also zurück vom Zeitpunkt, bevor ich mich verwandelt habe. Ach, so einfach ist das, ohne Kleidung zu wechseln? Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier richtig sind. Er tippelt mit kleinen Kinderfüßen in diesen Hallen. Ich höre sie deutlich. Hier unten. Willkommen, Kind. Tritt näher, wenn du wegen deines Schicksals zu ergründen kommst. Schicksalswächter, ich bin's, die Gebieterin der Dunkelheit. Oh, spielst du schon wieder Gebieterin der Dunkelheit, Kleine? Ich weiß. Ja, ich weiß. Dann weißt du auch bestimmt, weswegen ich hier bin. Bringe mich zurück, bevor ich diese kindliche Form angenommen habe. Mach schnell, ich kann es kaum erwarten, meinen erwachsenen Körper zu fühlen und diesem Spuk ein Ende zu setzen. Ja, ich kann es auch kaum erwarten, deinen erwachsenen, erotischen Körper zu... Halt die Gusche. Das wird nicht möglich sein. Was soll das heißen? Wir haben einen Pakt. Du bist mir verpflichtet, die Vereinigung mit dem Schicksal... Was? Du bist mir verpflichtet, die Vereinigung mit dem Schicksal bindet dich daran. Ach so. Und wo sind all die Bücher, in der mein bisheriges Schicksal geschrieben stand? Selbst wenn ich wollte, könnte ich das Schicksal für euch nicht ändern. Der Fluch, den ihr über euch selbst ausgesprochen habt, ist zu mächtig. Nur durch Niesen. Was für ein blöder Unfall. Wie ist das möglich? Und dann nimm irgendetwas, lass dir was einfallen. Meine Verpflichtung galt der Gebieterin der Dunkelheit. Seid ihr in der jetzigen Lage dieser Aufgabe als Gebieterin weiter wie gewohnt gewachsen?
Wenn nicht, sehe ich keinen Grund, euch zu helfen, da ihr euch selbst das Schicksal auserwählt habt. Die Begierde nach ewiger Jugend, nur um nicht mehr sterblich sein zu müssen. Mit eurem neuen Schicksal habt ihr nun ein neues Buch begonnen, deren Seiten noch weiß und ungeschrieben sind. Und so wird es geschrieben stehen. Tutentu. Nein, das ist nicht wahr. Ich wollte nie wieder ein Kind werden. Das war nicht so vorgesehen. Meine Brüste. Solange wir diese Seiten noch unbeschriftet sind, gibt es keine Diese Worte sind manchmal etwas lang. Gibt es keine unausweichliche Vorhersehung. Denn das Schicksal wird im Hier und Jetzt geschrieben, nicht in einer Zeit nach der unseren. Dass euer Versuch fehlgeschlagen ist, unterliegt nicht einiger Verantwortung. Und einige Worte werden heutzutage nicht mehr benutzt. Verzeiht mir daher, wenn ich mich verlese. Doch meiner Sorge, unbedachte Fehltritte von Sterblichen als auch von Nichtsterblichen umzuschreiben. Findet einen Weg, um dies alles rückgängig zu machen. In der Zwischenzeit schlage ich vor, dass ihr euch mit eurer mädchenhaften Gestalt abfindet. Was fällt dir ein? Das kannst du nicht mit mir machen. Respektier meine Autorität. Schweig, kleines Girl. Ich habe nun alles gesagt, was es zu sagen gab. Nun geht. Falls die Rolle eines verzogenen kleinen Girls euch nicht zusagt, solltet ihr euch nicht diesen kindischen Neigungen hingeben. Vielleicht hilft das, euch reifer zu werden. Vielleicht hilft das, euch reifer zu werden. Das macht vorne und hinten keinen wirklichen Sinn. Was soll aus mir werden, wenn ich nicht mehr erwachsen werden kann? Wer soll dann die Gebieterin der Dunkelheit sein? Du brauchst mich, um das Gefüge des Schicksals im Gleichgewicht zu halten. Jemand muss die dunklen Mächte unter Kontrolle halten, ansonsten führen sie die Welt ins Chaos. Hör auf zu diskutieren, ich will spielen. Sogar diese selbsternannten Edelmänner sind nicht gegen die zügellosen Versuchungen gefeit, aus Machtgier oder Missgunst sich gegenseitig zu bekriegen, die ihnen die Dunkelheit zuflüstert. Die Gerissenen werden Wege und Mittel, wie man diese einfältigen Edelmänner gegeneinander ausspielt. Die Gerissenen wissen Wege und Mittel, wie man diese einfältigen Edelmänner gegeneinander ausspielt. Ja. Und es gibt Mächte, die diese Situation zu ihren Gunsten ausnutzen würden, ungeachtet der Folgen. Ihr seid selbst diejenige, welche die Kunst der Verwirrung ausnutzt, um ihre Ziele zu erreichen. Aber ohne eine bindende Kraft würden die dunklen Mächte ungehindert umherstreifen können. Nun gut, es gäbe eine Möglichkeit für euch, den Pakt aufrechtzuerhalten und weiterhin die Gebieterin der Dunkelheit zu bleiben. Vorausgesetzt, ihr schafft es, eure Macht wieder zurückzuerlangen, es sei denn, jemand anderes käme, um euren Platz einzufordern. Da ihr dennoch eine gewisse Bindung zum Schicksal habt, dürft ihr Einblick in eurem Buch werfen. In euer Buch werfen. Und? Und nichts weiter. Ihr werdet euch so lange mit dem Schicksal zufrieden geben müssen, das euch als kleines Mädchen zugeschrieben steht. Der Rest des Schicksals liegt nun in eurem Handeln. Und es wird mir ein ganz besonderes Vergnügen sein, jede einzelne Zeile eures Schicksals niederzuschreiben. Selten hat mir meine Arbeit solche Freude bereitet. Ich bin gespannt, inwiefern ihr Gefallen an eure neu gewonnene Jugend haben werdet. Immerhin seid ihr keine Zauberin mehr, ohne Macht oder weiblichen Vorzügen. Eine Erfahrung, die ihr früh genug herausfinden werdet. Manche Formulierungen sind sehr, sehr seltsam. Nun entschuldige mich, kleines Balk, aber das Schicksal will geschrieben werden. Belästigt mich nicht länger. Okay. Was klotzt du so? Sieh zu, dass wir weiterkommen. Okay. Wage es ja nicht. I'm sorry. So, wir können das Spiel laden, wir können mit dem Schicksalswächter sprechen und wir können die Sprache umstellen. Das scheint alles gewesen zu sein. Das scheint die Kleidung zu sein, die wir später annehmen, / noch finden müssen. Können wir sonst noch irgendetwas hier tun? Also, ich muss aber auch ganz klar sagen, trotz der merkwürdigen Formulierungen teilweise, der Stil ist wirklich sehr oldschool, sehr toll. Also irgendwie geht es ein bisschen in die Richtung von Simon the Sorcerer. Gefällt mir wirklich sehr gut. Schicksalswächter, na, mit dem wollen wir jetzt nicht nochmal sprechen. Spielladen wollen wir jetzt auch nicht. Nein, komm, wir haben euch alle Zutaten zusammen. Ich habe das Gefühl, wir sollten eigentlich noch nicht direkt ins Menü hinein. Na gut, haben wir jetzt trotzdem gemacht. Und so ein bisschen Bug-Using kann ja nicht schaden, ne? Es hat keinen Zweck, diese Ober... Boah, das ist ein langes Wort. Es hat keinen Zweck, diese oberteilbetonte...
Und dann auch noch mit Rechtschreibfehler. Es hat keinen Zweck, diese Oberteil betont ten. Ich versuche jetzt alle Sätze richtig zu lesen, soweit es mir möglich ist. Es hat keinen Zweck, diese Oberteil betonten Kleider zu tragen, wenn man keinen Busen hat. Oh. Ich kann mir also die Mühe sparen, da einen Blick reinzuwerfen. Stimmt, aber wo wollen wir dann hin? Uns selbst können wir nicht ansprechen. Wir können uns vielleicht irgendwas zusammenreißen, also so wie die Kleidung aussah. Vielleicht aus dem Vorhang? Was sehen wir hier? Ein Bett? Das Bett sieht verlockend weich und gemütlich aus. Der Gebieterin ist aber überhaupt nicht zum Schlafen zumute. Ja, verstehe ich überhaupt nicht wieso. Oh, eine Topfpflanze? An einer Ecke ziert eine Topfpflanze das Zimmer. Totenschädel, können wir den direkt ansprechen? Der sonst so ausdruckslose Schädel scheint nun schadensfroh zu grinsen. Das Mädchen beschließt, diesen Briefbeschwerer nicht weiter zu beachten. Also brauchen wir auch nicht direkt damit sprechen. Hehe, oder vielleicht doch? Schauen wir mal. Ist ein recht gemütliches Spiel bislang und so möchte ich es auch halten. Das war feine Deutsch. Na, können wir nicht. Schade. Bett sprechen? Mit dem Bett sprechen? Mit der Pflanze sprechen? Mit dem Spiegel sprechen? Spiegel und Spiegel an der Wand? Leider nicht. Okay, laufen wir mal weiter. Wobei wir natürlich auch mit den Pfeiltasten laufen können. Muss ich natürlich ums Mikrofon herumgreifen, aber geht schon irgendwie. Und es ist etwas exakter. Okay, Tür. Die Abstellkammer. Hier bewahrt die Gebieterin all ihren unbruchbaren Plunder auf. Perfekt. Benutzen. Verflucht, die Tür ist fest verschlossen. Die Gebieterin war sehr verdrossen, doch die Tür war fest verschlossen. Da drin bewahre ich all mein altes Zeug auf. Vielleicht finde ich noch ein passendes Kleid aus meiner Kindheit. Ja, doch leider ist die Tür verschlossen. Was machen wir denn da? Also wir können nicht nach unten, wir können nicht nach links, solange wir diese seltsame Kleidung tragen. Ein Inventar haben wir noch nicht. Mal sehen. Die Abstellkammer, die Gebieterin ein paar Plunder auf. Okay, wir gehen doch nochmal nach rechts. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Schauen wir mal. Nee. Rein gar nichts. Schade. Wie kommen wir dann weiter? Was übersehe ich? Also die Tür lässt sich nicht öffnen. Wir können es natürlich noch einmal probieren. Klar. Fest verschlossen. Vielleicht befindet sich dann der Schlüssel hier irgendwo, zum Beispiel im Bett oder unter dem Bett. Das wäre ja möglich. Ich brauche mich nicht hinzulegen, um zu wissen, dass das kein Traum ist. Ihr Gesichtsausdruck. Ja, sie ist ein wenig sauer. Moment, hier haben wir eine Schublade. Ah. Das ist cool. So, was haben wir denn da? Schmuck, ein Spiegel, Edelstein. Solange ich keine Tasche habe, schleppe ich nichts von diesem unnützen Tand mit mir rum. Okay. Spiegel, ist das auch unnütz? Was davon ist nicht unnütz? Ist alles nur Schmuck, ein Ring? Alles Schmuck, nicht wahr? Oh. Wir bräuchten halt einen Schlüssel. Also da ich gerade in einer Videoaufnahme bin, kann es natürlich immer sein, dass ich etwas übersehe, da ich unter einem Zeitlimit und einem Unterhaltungsdruck stehe, ne? Aber ich möchte mir hier wirklich mal die Zeit nehmen. Also wirklich mal so ein Spiel spielen, ohne mich hetzen zu lassen. Also wenn wir außerhalb drücken, passiert nichts gut. Also ich muss das Spiel natürlich erst einmal kennenlernen, ist ja klar. Okay, also wir haben hier Schmuck, ansonsten finden wir hier nichts. Dennoch gut zu wissen, dass wir in die Schublade können. Okay. Stuhl. Stuhl? Stuhl sagt nein. Schauen wir uns die Schublade an. Eine Schublade. Sicher sind dort einige wertvolle Wertsachen der Gebieterin verwahrt. Ja, ich möchte weitergehen. Dieser Spiegel. Ein Kleiderschrank, in der die Zauberin ihre Kleidung aufbewahrt. Nur scheint im Moment keines in ihrer Größe zu sein. Hat sie den Schlüssel vielleicht hier versteckt?
An einer Ecke zieht eine Topfpflanze das Zimmer. Können wir die Topfpflanze benutzen? Da fällt mir doch ein, dass ich mal hier ein wenig Geld versteckt habe, nur für den Fall eines Falles. Es gibt nichts Besseres, um jemanden zu kaufen, als der süßen Verlockung des Goldes. Diese Tölpel. Leider ist dieses Metall so begehrenswert, dass selbst ich es vor der Gier meiner Untergebenen verbergen muss. Nun brauche ich nur noch eine Tasche, um es einstecken zu können. Verdammt nochmal. Ach, Moment, was haben wir denn hier? Und ich wollte schon sagen, dass wir am Fenster nichts finden werden. Es sieht aber danach aus, als wäre hier doch etwas. Zum Beispiel rausklettern. Allerdings würden wir das versuchen, würden wir wahrscheinlich nackig sein. Oder nackig werden. Komisch. Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Wir kommen nicht weiter. Ich muss mir dieses Wir wieder angewöhnen. Oh, Menno. Ja, schön. Und schon stecke ich fest. Ist ja ganz toll. Schicksalswächter, erzähl mir was zu meiner Spielweise. Was willst ihr? Es gibt nur das eine, was ich möchte. Und das weißt du. Lasst mich nicht so bleiben, wie ich jetzt bin. Wenn du nichts dagegen machen kannst, sag mir zumindest, wo ich zuerst anfangen kann. Ist es nicht offensichtlich? Versucht, einen Weg zu finden, wie ihr euch zurückverwandeln könnt. Ich rate euch, einen Ort aufzusuchen, wo großes Wissen gehortet wird. Allerdings werdet ihr verzauberte Objekte und Zutaten benötigen, die ihr selbst nicht mehr zaubern könnt. Daher wäre es vielleicht ratsam, euch zuerst eine Tasche für euer Inventar zu besorgen, bevor ihr mit eurer eigentlichen Aufgabe fortfahrt. Vielen Dank auch für das Erkennen des Offensichtlichen. Darauf bin ich schon selbst gekommen. Du bist mir überhaupt keine Hilfe. Ich muss euch nicht im... Die Grammatik. Ich muss euch nicht dem Geringsten helfen. Alles, was ich gemacht habe, war euch einen Hinweis in die richtige Richtung zu geben. Auch wenn es euch nicht hilft. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist mehr, als ihr erwarten könnt. Nun hinfort mit euch, bevor Zaghaftigkeit euch noch zum Verhängnis wird. Ja, da gibt's noch was. Ihr sollt einen Weg finden, den Fluch von euch loszubinden. Ja, bitte mehr Infos. Bedauere, mehr weiß ich nicht zu berichten. Oh, Menno. Das ist Pupi. Haben wir sonst noch irgendwelche Optionen? Sprechen. Ach ja, stimmt, wir können auch mit der rechten Maustaste durchklicken. Das ist ganz gut. Gehen wir nochmal zum Spiegel. Berühren. Berühren. Nicht berühren. Das ist seltsam. Sehr, 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 sehr seltsam. Eine Tür. Und die Pflanze? Was übersehen wir denn hier? Ach so, wirklich. Das ist das allererste Rätsel. Das allererste Rätsel. Und wir kommen nicht weiter. Das ist ganz großes Kino. Vor allen Dingen, da wir nicht so viele Möglichkeiten zur Interaktion haben. Okay, lass mal schauen. Vielleicht übersehe ich hier irgendwo einen Durchgang. Kann ja sein. Hier kommen wir nicht weiter. Dort kommen wir nicht weiter. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Sesam, öffne dich! Nein, sprechen funktioniert nicht. Irgendetwas an der Wand vielleicht? Das ist wirklich arg deprimierend, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das schon der gesamte Inhalt der Demo ist. Hey, Alter! Benutze Gargoyle-Statue. Oh. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber ich habe eine Möglichkeit gefunden zu rennen. Linke Maustaste gedrückt halten und dann rennen wir. Mensch, also... Ne? Das fängt ja schon mal sehr, sehr gut an. Benutze Spiegel. Hä? Der Spiegel ist zu hoch, als dass die Gebieterin sich selbst betrachten könnte, und sie will es auch nicht. Benutze Totenkopf. Warum sollte die Gebieterin diese Möbeldekoration mitnehmen? Der Schädel liegt genau richtig, wo er ist. Könnte ja sein, dass sich der Schlüssel daran befindet. Mal sehen, unter dem Tisch vielleicht. Nee. Noch zurück. Ich klicke nochmal. Unter den Tisch. Auch gut. Das kann wirklich nicht sein. Hier sieht aber auch nichts nach einem Schlüssel aus. Und wir müssen definitiv in diesen einen Raum. Bin ich einfach blöd? Du hast keine Tasche, in der du dein Inventar aufbewahren könntest. Ja, danke. Durchklicken, nichts. Liegt hier irgendetwas? Und jetzt läuft sie seitwärts. Na toll. Jetzt habe ich das Spiel auch noch gebuggt. Ja. Erstmal so viel zu Sorcerer's Quest. Falls ihr es selbst schon einmal gespielt habt oder vielleicht jetzt Lust bekommen habt, es selbst einmal auszuprobieren, dann kommt ihr vielleicht weiter, kommt oder kamt ihr vielleicht weiter als ich. Und es würde mir sehr helfen, wenn ihr mir sagt, wie wir durch diese verdammte Tür kommen. Was habe ich da übersehen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Fail Sorcerer's Quest, einem Spiel von NetWarrior. Tut mir leid, dass nicht sehr viel geschehen ist, aber ich bin hier wirklich mit meinem Latein am Ende. Also dann, bis zum nächsten Mal. Euer TrimG.